Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Andacht am dritten Sonntag nach Epiphanias. So langsam wird mir mulmig. Ich dachte immer, wir wären zumindest so weit, dass wir in einer Art Grundkonsens uns vom Gedankengut der dunkelsten Jahre unserer Geschichte verabschiedet hätten. Doch nun werden die Kräfte von rechts immer lauter, fahren immer mehr Stimmen ein im zweistelligen Bereich mittlerweile und äußern sich immer ungenierter. Sie malen unverhohlen ein Bild unserer Gesellschaft, das der Enge anderer fundamentalistischer Gedankenwelten in nichts nachsteht. Hatten wir das nicht schon mal? Ist das alles schon wieder vergessen? Mit dem heutigen Predigtext aus dem zweiten Buch der Könige folgen wir einem Mann, der auch gefangen ist in seinen Vorstellungen von dem, was ist oder wie es zu sein hat, was ihm zusteht und auch dem, was er weiß. Wir folgen ihm und wir erleben, wie ihm das alles in überraschender Weise aus der Hand geschlagen wird und er seiner bisherigen Komfortzone beraubt, ziemlich allein zurückbleibt. Der Mann heißt Naaman und war der Feldhauptmann des Königs von Aram. Es wird erzählt, dass Gott ihm, einem Mann, der fremde Götter anbetet, den Sieg über das Volk Israel gegeben hat. Gott zeigt sich in dieser Erzählung nicht nur als der Gott eines Volkes, sondern als der Schöpfer der ganzen Welt, der nicht nur die im Blick hat, die ihn kennen, sondern auch all jene, die von ihm noch gar nichts wissen. Naaman sollte das bald entdecken. Er ist erfolgreich, er hat Einfluss und doch hat er ein Problem. Er hat einen juckenden Hautausschlag, wohl eine Art der Neurodermitis. Der hindert ihn nicht beim Kampf. Aber dieser Ausschlag bremst ihn doch aus und darunter leidet er. In seinem Haushalt lebt eine junge Sklavin aus Israel. Die tat Naaman leid, so seltsam das scheinen mag. Aber über sie erfährt er, dass es in Israel einen Menschen gibt, der ihn wohl heilen könnte. So macht er sich, seinem Stand natürlich gemäß, mit einem ordentlichen Tross von Pferden und Wagen auf den Weg in das Land, das er gerade erobert hatte. Dabei leitet ihn eine Überzeugung. Wenn einer, wie er, Heilung sucht, dann ist er sich sicher, kann das nur der König selber sein, der das tut. Denn Könige sind Heiler nach damaliger Vorstellung. Und von jemandem, der weniger ist als ein König, scheint er kaum Heilung zu erwarten. Das war in seinem Denken auf dem hohen Ross nicht vorhanden. Doch beim König von Israel wird er nicht fündig. Und wieder passiert etwas Merkwürdiges. In Israel lebt der Prophet Elisa. Der bekommt mit, was Naaman sucht. Er schickt ihm einen Boten. Naaman soll zu ihm kommen. Das war ja schon was. Ein Fremder, den er nicht kennt und der noch nicht mal selber kommt, sondern nur einen Boten schickt, der will ihn heilen. Und trotzdem rauscht er nun mit seinem ganzen Tross zu Elisa. Doch Naamans Ego muss, dort angekommen, schon wieder einiges aushalten. Elisa zeigt sich ihm gar nicht erst. Er schickt nur einen Diener vor die Tür und lässt dem Hauptmann ausrichten, bade dich 7-mal im Jordan und du wirst rein. Jetzt reicht's Naaman endgültig. Nur ein Diener kommt. Nicht der Heiler spricht zu ihm. Im Wasser des Jordan soll er baden. Die Flüsse in seiner Heimat sind weit sauberer. Und dann? Nur baden? Wo bleibt denn da der Aufwand, den es braucht, um ihn, Naaman, zu heilen? Wo bleiben Zaubersprüche und das ganze Gewese, was er ja sonst so kennt? Das stünde einem Mann seiner Stellung ja wohl schließlich zu. Verärgert zieht er ab. Er, der so gern aus seiner kranken Haut fahren würde, kann nicht mal aus seiner dicken Haut an Standesdünkeln und Vorbehaltungen und Erwartungen, die wie etwas zu sein habe. Doch auf dem Weg sind es diesmal die Diener, die ihm dienen müssen, die noch einmal zu ihm reden. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen, »Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasch dich, so wirst du rein?« Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte, und sein Fleisch wurde wieder heil wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein.
Er tut, was Elisa ihm ausrichten ließ. Doch so ganz kann er vom Standesdünkel immer noch nicht lassen. Baden alleine kann nicht reichen. Er muss 7-mal untertauchen. Das ist ja das Mindeste. Und er erlebt, ganz ohne Hokuspokus, ist auf einmal seine Haut wieder wie die eines kleinen Jungen. Seine Stimmung verändert sich schlagartig. Naaman kehrt um zu Elisas Haus, der sich nun auch ihm selber zeigt. Der ganze Ärger ist verflogen. Denn Naaman entdeckt, dass da viel mehr in ihm passiert ist. Er hat mehr bekommen als nur eine neue Haut. In ihm hat sich auch der Mensch, hat sich die Überzeugung verändert. Er erkennt hinter all diesen seltsamen Verwirrungen das Handeln des Gottes, der mehr ist als die Götter, die er bisher kannte. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes samt seinem ganzen Gefolge. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel. Man höre genau hin. Das sagt einer, der von sich, seinem Glauben und all seinem Standesbewusstsein vollkommen überzeugt war. Denn es stand ihm gut an, der Religion seines Königs zu folgen. Und jetzt erlebt er etwas ganz anderes. Er hat vorher gewusst, man muss denen folgen, die sich groß denken. Man muss doch denen glauben, die laut sind und locken und verführen und vergiften, ohne dass man es merkt. Und jetzt legt er das alles ab. Doch immer noch ist da ein kleiner Rest des großen Mannes in ihm. Er will natürlich einen materiellen Dank ihm geben. Doch Elisa lehnt das ab. Und endlich ist es Naaman, der bitten kann. Um Erde aus Israel, die er mitnehmen will, um auf ihr in seiner Heimat, dem Gott Israels, einen Altar zu bauen, um zu ihm zu beten. Elisa sprach zu ihm: Zieh hin in Frieden. Und heute? Nichts ist verstanden, nichts eingesehen, nichts erfahren, keine Heilung. Noch immer fließt die braune Suppe durch unsere Gesellschaft. Da wird auf Geheimtreffen in einer Weise über den Umbau unserer Gesellschaft verhandelt, der sich in nichts von Zeiten unterscheidet, von denen ich nur denke, nie wieder. Nicht nur um meiner selbst willen, sondern vor allem um der Generationen willen, die schon sind und die noch kommen werden. Ich wünschte jedem, der solche Geheimtreffen oder auch Aufmärsche bräunlichen Zuschnitts gutheißt, einen Menschen, der den Mut hat, ihm oder ihr zu sagen, was wirklich dran ist. Die widerstehen. Ich hoffe sehr, dass die zehntausende Menschen, die jetzt auf den Straßen sind, um gegen rechtes Gedankengut zu protestieren, etwas bewegen, dass sie Gehör finden. Oder sind die Schwurbler schon so sehr verbohrt, dass sie nicht mal ein Wunder, wie eines, das Naaman erlebt, noch helfen kann? Wie auch immer. Die Hoffnung prägt das Tun und das konsequente Geben eines anderen Weges. Gegen den Strom. Das ist wohl einmal mehr dran. Wären Naamans Diener und die Sklavin mitgeschwommen im Strom, der Feldherr wäre geblieben, der er war. Es braucht oft die kleinen Leute, die etwas in Bewegung bringen. Der Weg Naamans ist ein Heilungsweg. Ein Weg, auf dem er durch Erfahrung zur Überzeugung gelangt, durch das Mitleid der Sklavin und den Mut der Diener, durch das Wagnis Elisas, sich ihm nicht zu zeigen, sieht er, dass er alles allein tun musste. Er musste allein seinen Weg gehen, er musste alleine drauf kommen ohne Hilfsmittel, damit er wirklich erfährt, hier wirkt mehr als einfach nur das Äußere, was ich kenne. Ohne all das erkennt er, wer der wahre Herr und Heiland seines Lebens ist, wo sein Weg weitergeht, wo Heilung ist, auch heute. Ja, ich denke, Braun ist heilbar. Darum jedem, einen anderen zur Seite, der es wagt, immer zu genauem Hinhören und Hinsehen aufzufordern. Die Geschichte vom aramäischen Hauptmann zeigt uns, Gott wirbt um jeden Menschen und er arbeitet in jedem Menschen. Auch in denen, die ihn augenscheinlich gar nicht kennen. Er gibt keinen einzigen verloren,
selbst auf Geheimtreffen nicht. Denn letztlich soll allen Menschen die Augen aufgehen und das Herz weit werden, wenn sie sehen, ich bin auf dem Weg, auf dem ich Heilung erfahre. Der Friede, in dem diese Menschen gehen, der ist nicht nur um sie, der ist auch in ihnen, wird sie verändern, durchdringen und uns auf einen Weg führen, der uns wirklich in etwas Gutes leitet. Er schenkt Kraft zu widerstehen und den Mut zu widersprechen. Zwei Worte sind der Anfang. Nie wieder. Amen. Lassen Sie uns beten, wie uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geleite sie Gottes Segen in der kommenden Zeit. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Und wenn Sie mögen, dann sehen wir uns am kommenden Sonntag zur nächsten Online-Andacht wieder. Bleiben Sie behütet und auf Wiedersehen.